Das ist. Naja. Sterbe. So. Wo ist die Waffe hin? MP44 MG. Die ist besser. So, SS Soldier. Holt F1. Dann machen wir das gleich mal. Wow. Coole Sache. Was er so sonst anhat. Ich will aber jetzt dieses Geschütz. Ja, genau. Wir müssen die drei Trucks zerstören. Das bedeutet Feuer frei. Das ging schnell. Oh mein Gott. Oh, seid ihr Spaß, ne? Da hinten sind noch mehr. Da drüben ist noch irgend so ein Sprengung natürlich auch. Oh, die fliegen weit. Boom. Alles sterbt. Da hinten sind noch welche. Boom. Diese Mistbude noch. Ah, da vorne ist auch noch ein. Genau. Und Paris, ein Eiffel, Quatsch, Eiffelturm sah ich jetzt schon. Alles wegfetzen hier in der Bude. So. Noch mehr. Scheint alles gewesen zu sein. Hinten sind noch ein paar Tankstellen. Na dann, zerstören. Ah, die sind schon kaputt. Alles kaputt. Ah, hier haben wir noch ein, zwei Türme bestimmt. Oh, hier noch irgendwo was. Ah, da hinten. Sterb! Der Turm geht nicht kaputt. Schade. Der da hinten auch nicht. Ist zu weit entfernt. So, wir sollten nun abhauen. Und zwar am besten hier rein. Geht nicht. Aua. Ja, da vorne ist so ein Punkt, wo man sich verstecken kann. Ich hoffe, wir sterben jetzt nie wieder. Das war echt blöd. So, hier rüber. Super. So, mal sehen, ob wir das noch erreichen hier. Da hinten ist das Loch. Komm ich hier rein? Und tschüss. Ganz Assassin's Creed mäßig. Keine Sau hat's mitgekriegt. Und ein paar Stunden später wieder raus. Cool. So, ihr Spinner. Damit hätten wir die Mission schon eigentlich schon lange geschafft jetzt. Oh.
Wir gehen zurück zu SA, das Bericht zu Santos. So, die Dachen hier einfach auf. Runter hier, los! Was ist denn hier? Das kommt mir da unbekannt. Oh, jetzt piept das wieder übelst laut. Ja, Radau machen geht auch nicht. So, wir müssen jetzt irgendwie entweder ein Auto suchen oder ja, ein Stückchen laufen. Ah, da steht ein Auto. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hört, hier dieses Gefiebe. Also auf den Videos hört man es bisher kaum. Ich glaube, das Auto werde ich gleich mal einsammeln hier vor links. Ich weiß gar nicht. Ja, Straßenlaternen umfahren ist nicht suspicious. Oh. So. Ganz schöne Kurvenlage, die kommen. Oh, dieses Fieben nervt. So, dann werden wir mal sehen, ob wir dann gleich in dieses neue Gebiet kommen hier. Ruckel, ruckel, ruckel. 14 Bilder, 13, 14 Bilder, das ist echt schwach. Super. War nicht Absicht. Müssen aber hier hoch. Hier ist unser Club und hier müssen wir jetzt hin. Ich weiß gar nicht, wie der Club heißt. Ich kann mir so Sachen schlecht merken. Da steht doch schon was drin. Naja, egal. So, wir haben ein neues Vehikel. Das ist ähnlich wie in GTA. Aber, au! Ich glaube, den hatten wir auch noch nicht. Das da ist wie BMW wie ein Alter. Hier kannst du dein Auto in der Garage wieder abholen. Oh, das ist sogar relativ schnell. Naja, ich bin ja besoffen. So, haben wir den jetzt collected oder nie? Not collected, der steht doch schon wieder drin. Upsala. Aber jetzt. So, Pegasus, Joyrider Perk unlocked. Was haben wir jetzt? Ja, wir haben ein Rennauto gewonnen. Cool. Aber wir wollen. Oh, was ist jetzt schon wieder? We need to talk Irish. One soldier to another. Come find me. Le Crochet. Le Crochet. Aber zuerst mal gehen wir jetzt zu Santos. Wir wollen ja unsere Belohnung abholen. Hätte ich das geahnt, hätte ich kein Dynamit gekauft. Naja. Your competition has been royally banjaxed. Those supply trucks shan't trouble you again. All is fair in business as well as war, no? To be honest, sometimes I cannot tell the difference. I'll have those papers now. Ah, yes, the papers. I'm afraid we have a very tiny problem there. Oh. It's a trivial matter. A small additional payment should cover it. What's this bollocks? We had a deal. Yes, of course. However, the price of forged papers has gone up. I blame it on the bad economy. Too many rules, too many soldiers with guns. How do they expect an honest man to make a living in this city? I'm just about at the end of my rope, Santos. Tell me how much it'll cost to get those papers. If I don't like the number, they're gonna be fishing you out of the river with a fucking boat hook. Ay, ay, ay. Just bring me the money. Then go get yourself laid, Irishman. It's not healthy walking around with all that pent-up aggression. Bast. Jetzt muss ich dem Schmuggel gut geben. See, that wasn't so